Die UEFA hat es schon wieder getan. Jetzt steht nämlich fest, nach der Nations League gibt es die nächsten völlig irrelevanten Wettbewerb, dieses Mal aber für Vereinsmannschaften. Wie das Turnier heißt, steht noch nicht fest, aber es gibt den Arbeitstitel Europa League 2. Und dieser Name passt doch eigentlich perfekt. Die Teams, für die sich eh keine Sau interessiert, treten gegeneinander an. Boah. Fangen wir jetzt mal ganz vorne an. Ich zeige euch, was dieses Turnier für die deutschen Teams bedeutet und wieso für uns der Wettbewerb eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Die Fakten vorneweg. Mehr Vereine sollen in Zukunft international spielen. Zurzeit sind es 80, das sind schon ziemlich viele, aber bald werden es sogar 96 sein. Um es also mal auf den Punkt zu bringen, Quantität statt Qualität. Auf die Champions League hat das zum Glück überhaupt keinen Einfluss, da bleibt alles beim Alten, den Topclubs wird also dieses neue Turnier völlig egal sein, da gab es ja erst in dieser Saison die Reform. Bei der echten Europa League sieht es wiederum komplett anders aus. Dieser Wettbewerb wird total abgespeckt. 16 Teams fliegen raus, damit will man die Attraktivität steigern. Die Teams sollen auf Augenhöhe sein. Diese David gegen Goliath-Duelle wird es in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Und da bin ich hin und her gerissen, ob das eine coole Geschichte ist oder total kacke. Denn ja, gegen Ludo Goretz-Grasgrad oder den FK Krasnodar will ich kein Spiel sehen. Das ist total öde. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Sensationen. Denkt mal an den F91 Düdelingen. Diese Saison hat sich zum ersten Mal ein Team aus Luxemburg für die Europa League qualifiziert. Die Fans sind total ausgeflippt und man hat sich diesen Erfolg auch wirklich hart erkämpft. Das war ein steiniger Weg. Genau wegen solchen Geschichten liebe ich den Fußball. Vom Duell gegen den AC Milan haben die Fans davor doch nur geträumt. Aber, und das ist der Punkt, sowas wird es zu 99% in Zukunft nicht mehr geben. Statt sich einen Platz in der echten Europa League zu erkämpfen, schenkt die UEFA diesen kleineren Teams einen Platz in einem völlig irrelevanten Turnier. Und das Ziel ist, in Zukunft, jetzt haltet euch fest, mindestens 8 Länder mehr an den Start zu bringen. Bevor wir jetzt hier mal weitermachen, habe ich erstmal eine Frage an euch. Wie soll dieser neue Wettbewerb heißen? Falls ihr eine Idee habt, schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Mein Vorschlag ist EU Cup. Besser als nichts, oder? Der Sinn des Turniers ist ja, mehr Geld zu verdienen. Dieses Mal sollen die kleinen Teams eine Geldspritze bekommen und die Idee ist ja grundsätzlich gut. Da bin ich total auf der Seite der UEFA. Jeder soll einen Teil aus dem Geldtopf bekommen. Die Gleichung ist ziemlich simpel. Mehr Spiele ist gleich mehr Geld. In der Theorie stimmt das höchstwahrscheinlich, aber da ist doch ein Denkfehler drin. Die wichtigste Frage ist, für wen ist dieser Cup überhaupt interessant? Der Fußballmarkt ist total übersättigt. An jedem Tag gibt es irgendwelche Spiele. Also braucht man, um diesen neuen Wettbewerb zu vermarkten, mal wieder eine neue Anstoßzeit. Und die UEFA hat hier die beste Idee aller Zeiten. Donnerstag, 16.30 Uhr. Joa, was der Fehler ist, merkt ihr sofort, oder? Jeder, der einen geregelten Job hat, arbeitet um diese Uhrzeit. Wie willst du da ins Stadion gehen und vor allem, wie willst du dich zu Hause auf die Couch setzen und fernsehen? Hannover 96-Manager Horst Held war, als er zum ersten Mal von diesem neuen Wettbewerb gehört hat, total fassungslos. Er sagte nämlich, Zitat, die Leute, die so einen Schwachsinn entscheiden, sind weit entfernt von der Basis. Die TV-Sender wissen, hohe Einschaltquoten sind unmöglich, wenn du keinen Fan zu Hause am Bildschirm hast. Das heißt, der Wert der Fernsehrechte schießt zack in den Keller. Die Sender werden wenig Geld zahlen, um Spiele zeigen zu dürfen. Und kurios ist ja, die Idee ist, Spiele der Europa League und des EU-Cups, um genau diese Uhrzeit anzupfeifen. Keine Ahnung, wer auf diese Idee gekommen ist, aber da schießt sich die UEFA doch selbst ins Knie. Logisch ist, um überhaupt Leute vor den Fernseher zu ziehen, braucht der neue Cup so ein paar Aushängeschilder. Die UEFA braucht einfach Teams aus den Top-Ligen, um zumindest so ein bisschen attraktiv zu sein. Für uns, also für die Bundesliga, heißt das, wir bekommen einen Startplatz in den Playoffs. Grund zur Freude ist das nichts, ganz im Gegenteil, dafür darf nämlich ein Team weniger in der Europa League ran. Und das ist extrem bitter, denn jeder will sich doch mit den Besten messen und nicht mit dem Meister aus Rumänien oder Moldawien. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe so einen ganz kleinen Flashback und deshalb blickt man doch mal kurz in die Vergangenheit. Bis 1999 fuhr die UEFA dreigleisig. Es gab die Champions League, den UEFA Cup und den Europapokal der Pokalsieger.
also eine ähnliche Situation wie jetzt. Letzterer verlor in den 90ern extrem an Prestige. Meistens spielten nämlich nicht die echten Pokalsieger im Wettbewerb, sondern die Verlierer des Finals. 1998 zum Beispiel der MSV Duisburg. Das war B-Ware. Und deshalb sagte die UEFA, okay Leute, es reicht. Und man stampfte dieses ganze Turnier ein. Jetzt macht die UEFA eine komplette Rolle rückwärts und findet einen dritten Wettbewerb doch ziemlich cool. Ich werde mir dieses Turnier aber auf gar keinen Fall ansehen, denn das ist nicht mal B-Ware, das ist C- oder sogar D-Ware. Es läuft einfach schon jetzt viel zu viel Fußball im Fernsehen und deshalb meine Bitte an die UEFA-Funktionäre. Erfindet doch nicht irgendeinen Pokal, nur um noch mehr Fußball zeigen zu können. Denn jetzt mal ehrlich, dieser Cup hat keinerlei Prestige und es ist auch völlig egal, wer gewinnt.